Der Karneval von 1729 sollte der tollste Karneval aller Zeiten werden. Und so war es auch. Es fällt schwer, sich den Karneval als ein christliches Fest vorzustellen. Carne, vale, das heißt, kein Fleisch mehr, kein Vergnügen. Aber der Karneval war reines Vergnügen. Alle gesellschaftlichen Konventionen, alle religiösen Regeln wurden aufgehoben. Die 40 Tage lange Fastenzeit La Quaresima war ein einziger Exzess, in jeder Hinsicht. Herren und Diener tauschten die Rollen. Der Diener nahm die Stelle des Herrn ein. Es wurde gegessen, getrunken. Das war Sex, Drugs and Rock'n'Roll im 18. Jahrhundert. In Venedig gab es damals mindestens 10 Opernhäuser. Und das in einer Stadt von gerade mal ein paar hunderttausend Einwohnern. Und die Opernhäuser waren voll. Die Leute strömten herbei, nicht nur aus Venedig, sondern aus ganz Europa. Denn Venedig war ein Szenetreffpunkt. Hier traten die ganzen Stars auf. Während des Karnevals 1729 hatten nicht nur 7 neue Opern Premiere in Venedig. Es wurden auch Konzerte in Privathäusern veranstaltet. Dies ist ein Beispiel für ein solches Privathaus. Und es ist sehr gut möglich, dass so ein Konzert in diesem Raum hier stattfand. Auch der berühmte Kastrat Farinelli war damals in der Stadt. Vielleicht ist er hier aufgetreten. Dir mi tutta rosa,
Thank you.
Wir sind hier, um den Karneval von 1729 wieder aufleben zu lassen. Mit einigen der größten damaligen Hits. Ich glaube, wir dürfen das nicht so eng sehen. Wir haben die Oper auf ein Podest gestellt, betrachten sie als hohe Kunst und haben ihr dadurch den Spaß genommen. 1729 war Oper keine hohe Kunst. Sie war ein Spektakel. Man ging in die Oper, um Spaß zu haben, um Drachen zu sehen, ergreifende Szenen, brausende Stürme und vor allem, um wunderschöne Musik und die großen Sänger zu hören. Thank you.
Der Karneval war also eine Zeit der Widersprüche, des Tumultes, der Exzesse. Und keine Kunstform kann diese drei Dinge besser ausdrücken als die Oper. Ganz Europa war vernarrt in die Oper und konnte nicht genug davon bekommen. Sie befriedigte all diese bizarren, dunklen Gelüste. Eines der besten Beispiele für dieses exzessive Verhalten, finde ich jedenfalls, war die Entscheidung, vor die die Hauptdarstellerin oft gestellt wurde. Sie konnte die Art ihres Selbstmordes wählen, la coppa o la spada, den Kelch mit Gift oder den Dolchstoß ins Herz. Das ist eigentlich, auch wenn ich es ungern zugebe, lächerlich. Solche übertriebenen Szenen konnte man erst rund 200 Jahre später wieder erleben, in der Seifenoper. Oh,
Thank you.
Venedig verliebte sich in den Karneval. Und wie eine ständig wachsende Amöbe wurde der Karneval, der ursprünglich 40 Tage lang dauerte, immer länger. Bis der Karneval im 18. Jahrhundert schließlich 180 Tage lang gefeiert wurde. Ein halbes Jahr lang konnten die Menschen in dieser Stadt nun mit Masken herumlaufen, verborgen, anonym. Das ist für eine Gesellschaft sehr gefährlich, denn man kann keinen mehr für das, was er tut, zur Rechenschaft ziehen, weil man ja nicht weiß, wer der Täter ist, wegen der Maske. Aufgrund dieser Tatsache änderte sich die öffentliche Meinung etwas. Bestimmte Leute begannen, den Karneval für gefährlich zu halten, weil er einen schlechten gesellschaftlichen und moralischen Einfluss hatte. Man kritisierte ihn als zersetzendes Element, das zu Betrug und Unlauterkeit verführte. Zu Schmutz, Mord und Verrat. Oh,
So war das damals, 1729. Man kam nach Venedig, verbrachte zwei himmlische Wochen hier, hörte die berühmtesten Sänger der Welt, welche die Hits der berühmtesten Komponisten ihrer Zeit vortrugen. Und all das in der damals wie heute unbestritten schönsten Stadt der Welt. Etwas Schöneres kann es nicht geben.